Guten Tag, ihr wolltet Moskau als Russe, ihr kriegt Moskau als Russe und wir haben die Siedlung Vos. Ach du Scheiße, das kann ja kein Mensch aussprechen. Auf jeden Fall habe ich die Map ewig lang nicht mehr gespielt. Ich habe allgemein Moskau echt lang nicht mehr gespielt. Letzte Runde Moskau als Deutscher ist, glaube ich, auch eine Weile her. Wir kommen jetzt direkt mit unserem Premium-Trupp. Ich habe denen eine Winchester gegeben. Mein Pioniertrupp hat jetzt auch ein paar Shotguns da, die gebufft wurden. Müssen wir gucken, ob die jetzt inzwischen was taugen. Da kommt schon das erste Flugzeug. Das ist unseres, okay. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt einen Spawnpunkt bauen. Bei unseren Kameraden. Da haben wir einen BT-7. Ich habe einen T-50 auch mit dabei. Und ich glaube, als Flugzeug habe ich die MiG. Die aus dem Battle Pass, weil ich die eigentlich recht sexy fand. Die hat allerdings keinen Bomben. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich baue jetzt einen Spawnpunkt, glaube erstmal hier rein. Da ist er ein bisschen safe. Ich glaube, mein Ingame-Sound ist ein bisschen laut. Müssen wir mal... Alter, wir haben instant den ersten Punkt verloren. Das ist ja schon mal eine super Voraussetzung. Das könnte jetzt interessant werden. Dann ist mein Spawnpunkt auf jeden Fall gar nicht so schlecht platziert. Und die kommen von da hinten. Und da hat er mir direkt ins Maul geschossen. Ihr könntet halt auch einfach zurückschießen. Das wäre auch eine Option. Oh, okay. Da kam die Arti. Da war es schon vorbei. Ich glaube, wir brauchen den T-50. Sonst passiert ja nichts. Das ging ja jetzt mal richtig schnell. Aber T-50 geht immer gut. Kleine OP-Panzer. Und da schauen wir mal rein, was da so geht. Ich würde auf jeden Fall jedem ans Herz legen, den T-50 noch zu holen aus dem Battle Pass. Gibt es den überhaupt noch im Battle Pass? Nicht, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle, das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, ist eigentlich das Beste, was man sich aus dem Battle Pass holen kann. Habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht. Beziehungsweise ein Video über die 5 besten Sachen, die man sich überhaupt holen kann aus dem Battle Pass. Und meine Stimme ist schon wieder ein bisschen kratzig. Das möchte ich entschuldigen. So. Gucken wir erstmal, von wo die überhaupt kommen. Wie gesagt, ich habe von der Map eigentlich überhaupt keine Ahnung, weil ich diese gut wie noch nie gespielt habe. Das waren vielleicht mal 2 Runden auf der Map. Oder ist das dieselbe, wo auf der anderen Seite diese Bunker da sind? Ich weiß es gar nicht. Ich habe echt absolut keine Ahnung von der Map. Da hinten rennt auf jeden Fall ein bisschen deutsches Zeug. Da rennt einiges deutsches Zeug. Friss. Das ist das Schöne am T-50. Weil der nämlich die 2 MGs da hat. Da kann man schon ein bisschen reinknüppeln. Und der Punkt ist auch verloren. Alter, machen die uns weg. Das kannst du ja keinem erzählen. Da kommt eine Stuka, das ist natürlich auch unpraktisch. Ziehen wir uns mal ein bisschen hier zurück. Ist da einer im Haus? Und batz, da ist keiner im Haus. Da ist einer im Haus. Das hat ja super funktioniert. Ich habe auch gar kein... Boah, da kommt einer. Und da war ich am Arsch. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das wird eine recht schnelle Runde, leider. Okay, wir haben ein Flugzeug im Team. Das ist schon mal super. Auch wenn es mir nichts bringt. Da soll man die scheiß Stuka runterschießen. So, Shotgun. Rein da. Das ist ja bis jetzt schon mal richtig, richtig gut gelaufen. Aber die Gegner sind jetzt auch nicht so krass aufgestellt, würde ich mal sagen. Ja, schauen wir mal, was da noch so reingeht. Jetzt bauen wir halt hier hinten nochmal einen Spawnpunkt. Am besten hier rein, bevor er wieder weggebombt wird. Wo sind meine Kollegen? Die könnten mir ruhig helfen beim Bauen. Junge, Junge. Ich habe 2 Kills gemacht. Ich bin ja richtig krasser Dude. So. Aber es kann ja nicht jede Runde gut laufen. Man muss ja auch mal Scheißrunden zeigen. Allerdings hoffe ich mal, dass ich die Scheißrunde vielleicht doch noch ein bisschen besser machen kann. Da hinten snipert sich schon wieder irgend so ein Zigeuner einen ab. Das bringt mir jetzt nichts. Kann ich kein MG bauen. Das sind unsere Kollegen. Hallo, darf ich da durch? Danke. Jetzt haben wir 2 Flugzeuge in der Luft. Das ist doch schon mal was. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Butze hier irgendwie ein bisschen verteidigen können. Bauen wir mal hier ein bisschen zu. In der Hoffnung, dass der Punkt nicht wieder innerhalb von 10 Sekunden überrannt wird. Aber jetzt haben wir ja eine Shotgun. Was kann denn da schon schief gehen? Hier machen wir die Tür zu. Da kommt schon wieder die Stuka. Alter, weißt du, wir haben 2 Flugzeuge in der Luft und die kriegen es nicht auf die Reihe, die scheiß Stuka aus dem Himmel zu schießen, oder was? Okay, da, ich brenne zurück. Und das werde ich nicht überleben. Verdammte Kacke. Junge, machen die uns weg. Dann versuchen wir es nochmal mit unserem MG halt. Ne, warte mal, gib mal hier. Gib mal irgendwas mit ein bisschen mehr Firepower. Da sollte ich nicht rausgehen.
Ah, weg, 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 weg. Ach du Scheiße, sind das viele. Da haben wir auf jeden Fall ein paar. Kurz nachladen. Fürs gute Gewissen. Für mit der PBSH reinsprayen. PBD. Die macht halt absolut keinen Damage auf Distanz. Aber dafür ist die Waffe halt auch nicht ausgelegt. Also kann man ja jetzt nicht großartig meckern. Wäre halt trotzdem cool, wenn ich hier aus dem Fenster kommen würde überhaupt. Hallo. Alter. Da. Schön reinsprayen. Okay. Da war die Muni weg. Was? Wo? Einmal Sprengpaket für dich. So. Wo sind sie denn? Also das ist echt heavy gerade zu verteidigen hier, der Scheiß. Weil die irgendwie von allen Seiten auch kommen. Ich habe gar keine Ahnung, von wo die ganzen Scheißgegner überhaupt kommen. Und hier kommt man auch nirgendwo raus aus dieser verfickten Holzhütte. Alter, was soll denn das? Aber die scheiß Fenster waren ja schon immer so ein Endgegner. Da hinten kommt auf jeden Fall Zeug. Zack. Ich mag die Winchester, ich mag den Zaun voll. Auch wenn ich damit gerade nichts treffe, aber... Ah, den haben wir. Und unsere Bomben. Jojo. Fällt mir ein, ich habe noch eine PDRD. Können wir ja aus Spaß ein bisschen mit der PDRD rumnuben. Okay, dann halt nicht. Jetzt die Frage, haben sie die Stuka jetzt rausgeschossen oder nicht? Aber dann könnte ich eigentlich... Ja, komm. Kommen wir nochmal mit dem T50. Mein Spawnpunkt ist eher im Arsch. Weil ich weiß genau, wenn ich mir jetzt im Flieger hocke, dann ist die Stuka weg. Oh, da ist ein Feindpanzer. Gucken wir mal, ob wir den wenigstens down kriegen. Kann ich direkt wieder wechseln. Nur die Frage, was es ist. An meinem Glück ist es ein Panzer 4. Schauen wir mal um die Ecke. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da sind auf jeden Fall Gegner, aber... Junge, das Ding wackelt wie Sau. Weg mit euch. Batz. Wo ist der Panzer jetzt? Oh, da hinten ist auf jeden Fall Zeug, Zeug. Da, mach sie weg. Du hast ein größeres Rohr. Gott, wie halt gar nichts reingeht gerade. Holy shit. Ist die Frage, ob die einen Spawnpunkt da hinten im Haus haben. Und ich habe mich schon wieder festgefahren hier irgendwo. Ach stimmt, beim T50 kannst du ja nicht rausgucken. Ja, klar, schieß mit deinem scheiß MG auf meinen Panzer, du Affe. Dann kommt einer aus dem Haus. Der ist voll aus dem Häuschen. Da kommen Raketen, die sind von uns. Da, mal weg. Echt jetzt? Alter. Ah! Wo kam der jetzt her? Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen zurückziehen, weil die nämlich da auch schon wieder flanken. Bombe. Und tschüss. Bam. Okay. Ich muss doch mal kurz die Stuka aus dem Leben schießen. Der geht mir echt auf den Sack, der Typ, langsam. Vor allem, wo sind unsere ganzen Piloten hin? Wir hatten zwei Flugzeuge in der Luft. Wie schwer kann es scheinen, eine scheiß Stuka aus dem Himmel zu schießen? Meine Fresse. Alles muss man selber machen. Ich habe zwar auch nur 200 Schuss. Aber für eine Stuka reicht das ja normal allemal. Da ist doch ein Flieger von uns. Was macht denn der Lackaffe die ganze Zeit? Junge, Junge. So. Jetzt müssen wir allerdings erstmal die Stuka suchen. Ich würde behaupten, dass die zum Rearm fliegt, was hier hinten irgendwo sein müsste. Da oben ist er doch. Dann sagen wir dem mal Hallöchen. Ist das ein Stuka? Kommt mir so schnell vor. Und sie ist weg. Siehst du, was war daran jetzt so schwer? Junge, Junge. Also manche Leute stellen sich echt an. Ist nur die Frage, ob jetzt direkt der nächste Feindflieger kommt, weil ich kann mit dem Flieger jetzt am Boden halt nichts machen, weil ich keine Bomben habe. Das ist ein bisschen beschissen, weil ich bin Platz 1. Aber so wirklich gemacht haben wir halt auch noch nichts, außer uns aufs Maul hauen lassen. Jetzt ist die Frage... Okay, von dort kommt was. Ah, schade. Ich dachte, den erwische ich vielleicht. Wäre halt interessant zu wissen, ob der Typ jetzt nochmal mit dem Flugzeug reinkommt oder ob die nächste Stuka raushauen. Ich höre auf jeden Fall was fliegen. Ja, Feindflieger. Ups, das war ein bisschen daneben. Weh, du rammst dich im Boden.
kriege ich es kotzen. Mal ein bisschen die MiG spazieren. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Jungfernfahrt von der MiG. Feinfahrt. Okay, jetzt habe ich noch 66 Schuss. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Weil der Typ fliegt auch, als hätte er einen epileptischen Anfall. Ganz schön flott unterwegs. Ist das eine 109? Ja, das ist eine 109. Deswegen. Jetzt müssen wir da ein bisschen Burst feiern. Komm zurück. Der hat ja richtig Bock. Junge, das Ding fliegt sich halt auch wie ein Stück Scheiße. Dafür, dass die russischen Flugzeuge normalerweise so wendig sind. Ja. Okay. Seitenruder sollte man nicht benutzen bei dem Flugzeug, habe ich gerade rausgefunden. Eieieiei. Da haben wir natürlich wieder keinen Spawnpunkt. Das werden wir jetzt mal kurz übernehmen. Gott, ist das eine Chaosrunde, ey. Ich meine, ich habe heute Morgen schon ein bisschen Normandie gespielt. Das sieht aktuell auch... Die Runde haben wir zwar gewonnen, aber das war auch knapp. Weil aktuell kriegst du ja als Deutscher nur aufs Maul in der Normandie. Weil jeder Ami inzwischen den B-47 hat. Und ja, man kann es den Amis nicht übel nehmen. Ich meine, ich mache es genauso. Ich nehme 3 Flugzeuge mit und dann dominierst du halt absolutes Match. Aber es geht halt schon ein bisschen auf den Sack. Wobei, wenn die Deutschen nur campen mit ihren Tigern, das geht einem genauso auf den Keks. Naja, war auch noch D-Day. War aber eigentlich trotzdem ganz nette Runde. Gab sehr, sehr viele Punkte, die mir nichts bringen in der Normandie. Da bin ich auch mal gespannt. Das neue Progression-Update soll jetzt in 2 Tagen kommen, glaube ich. Also theoretisch. Ich habe fast die Theorie, dass der Battle Pass eh nochmal verlängert wird. Hör mal, wer da hämmert. Aua, du. Alter, baut er mir genau Stachel. Wo? Echt jetzt? Der baut den Cap halt kompletten Stacheldraht ein. Richtiger Kevin. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Winchester tatsächlich mag? Ist ein gutes Gerät. Diese gut. Oh, da oben. Ah ne, ist unsere. Batz. Wie ich ja nur Assist kriege die ganze Zeit. Oh, hallo. Jo, den hab ich ins Maul geschossen. Da kommt die Stuka schon wieder. Bombe. Einmal hinlegen. Hallo. Na, den hätte ich fast in die Eier geschossen. Ich könnte die Stuka mit der Panzerbüchse runterschießen, so wie ich es im letzten Shot-Video gemacht habe. Habe ich das überhaupt schon veröffentlicht? Ich weiß jetzt gar nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Wäre aber eigentlich interessant. Können wir ja eigentlich mal machen, komm. Was soll denn der Geiz? Jetzt haben wir tatsächlich ein paar Tickets runtergekriegt von denen. Hopp. Jetzt müssen wir nochmal kurz die Lage analysieren hier. Von wo hier überhaupt irgendwas kommt. Ich finde die deutsche Panzerbüchse aber tatsächlich cooler. Weil... Oh, Panzer. Hopp. Hallo? Ist ja auch witzig, die Panzerbüchse mal gegen Panzer einzusetzen. Ist ja eigentlich voll langweilig. Oh! Habe ich jetzt den Typen erschossen, der da läuft? Jetzt holen die auch noch Bomber. Okay. Dieser Panzerbüchse gegen Panzer einsetzen ist halt immer so... Immer so ein kleines Risiko. Kommt da oben die Stuka wieder? Ja. Jawohl. Ich habe einen Panzer getötet. Mit einer Panzerbüchse. Oh, das sind unsere Bomber. Ja, perfekt. Aua. Das war nicht so perfekt. Gut, dass die ja alle drin stehen. Jetzt warte ich kurz, bis die Bomber durch sind. Ja, immerhin. Ich bin Platz 1. Ist halt trotzdem ein Trauerspiel, die Runde. Da das eh der letzte Punkt ist und der wahrscheinlich so gut wie verloren ist. Den Hammer. Den schmeißen wir da nochmal. Okay, das war unsere. Wir sollten rein in den Punkt, weil sonst ist hier gleich Feierabend. Stimmt's, Kollege. Da kommen direkt nochmal Bomber. Da hinten ist ein Gegner. Oh, da hinten war ein Gegner. Hallo? Jemand da? Nö. Okay, weitermachen. Aber dann ist das tatsächlich doch die Map mit den Erdhügeln, weil sonst habe ich die immer von der anderen Seite gespielt. Warte. Schade. Ich will den wegpanzerbüchsen. Warte. Zielen. Bats daneben. Komm, ich will dich. Jawohl, Headshot. AT-Sniper. Komm, der hätte ruhig treffen können. Aber wie gesagt, ich finde die deutsche Panzerbüchse tatsächlich ein bisschen angenehmer. Den haben wir auch. Warte, bleib stehen. Verdammt. Ich sag ja, es ist nicht so einfach mit dem Ding irgendwas zu treffen. Den haben wir. Oh. Jetzt kommen sie schon von der anderen Seite.
Den haben wir auch noch. Das macht ja fast einen Bock. Da ist auch noch einer. Verdammt, daneben. Oh, fuck. Wir müssen rein. Da kommt Zeug. Okay, Zeug tot. Nicht während meiner Schicht. Warte kurz, ich muss nachladen. Jetzt, weitermachen. Da ist ein Gegner. Junge, mein Aim ist auch wieder on point. Junge. Kurz warten, bis die Situation sich beruhigt hat. Da kommen nämlich gerade ein paar Bomben. Oder? War das ein Gegner? Ja, das war kein Gegner. So, weiter geht's. Da rennt was. Hallo? Junge. Geh halt kaputt. Oh, jetzt bin ich kaputt. Jetzt wird's langsam eng hier in dem Punkt. Oh, da hat mich tatsächlich einer überholt. Irgend so ein mutiger Asiate. Und mein Spawnpunkt ist kaputt. Dann hat sich die Runde jetzt sowieso erledigt. Jetzt können wir in Ruhe zugucken. Und verkackt. Das ist natürlich echt mies. Aber oh, die haben uns ja gnadenlos weggerannt. Ich meine, zum Schluss ging es, da haben wir wieder ein bisschen was verteidigt. Aber eieiei. Das war jetzt echt hart. Ich meine, meine letzten Runden sind jetzt gar nicht so beschissen gelaufen. Da kann man ruhig mal eine Runde haben, wo man wieder gnadenlos aufs Maul kriegt. So wie die jetzt. Ja, Platz 3 haben wir jetzt im Endeffekt gemacht. War auf jeden Fall schon schlechter, aber die Gegner haben uns richtig gut weggeholt. Na, mal sehen, vielleicht läuft die nächste Runde besser. Gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Vielleicht kommt nochmal Berlin, bevor wir jetzt das große Update haben. Ich hoffe mal, dass das große Update rauskommt. Aber wie gesagt, ich habe so leicht die Theorie, dass das dann wieder ein bisschen verschoben wird noch. Ich glaube noch nicht, dass die so komplett ready sind. Aber ich hoffe trotzdem das Beste, dass das Update diese Woche kommen wird. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.